Hallo zusammen, im heutigen Video zeigen wir euch ein Schnellvideo mit Bleistift skizziert. Es geht um den Mercedes aktuell auf der Straße zu sehen, A-Klasse. Und vieles aus den Tipps und Tricks, die wir euch in meinen Videos zeigen, könnt ihr in unserem aktuellen Buch nachlesen. 100 geniale Zeichentricks und den Hinweis bekommt ihr am Ende des Videos. Ansonsten gerne auf unserer Seite akademie-uro.de mal schauen. Hier geht es auch schon zum Video, und zwar wichtig ist natürlich, wie wir euch das sonst immer zeigen, die Grundform aufzubauen. Also wir zeigen euch jetzt, wie man das jetzt als Beispiel machen könnte. Es gibt verschiedene Techniken. Es gibt einmal das Blasenprinzip, wo man aus so einer Blase das Fahrzeug vorfertigt. Oder jetzt hier perspektivisch, wenn man jetzt mit so Klötzen arbeitet. Ihr seht einfach, dass es die Grundform des Fahrzeugs, die Länge muss beachtet werden, wie weit die Reifen auseinander entfernt sind. Da gibt es ganz, ganz, ganz viele wichtige Tipps und Tricks, die wir euch gerne mal im Kurs mal zeigen können. Da müsst ihr uns einfach mal eine E-Mail schreiben, wenn ihr euch auf ein Studium vorbereiten möchtet und wir euch dann gerne zum Kurs begleiten können. Bis jetzt haben wir eigentlich jeden ins Studium bekommen mit einer Bestnote und freuen uns, wenn wir euch irgendwie auch dabei unterstützen können. So, jetzt mal zum Video selbst. Ihr seht, dass wir eigentlich immer mit einem Bleistift arbeiten. Wir versuchen nicht die Strichstärken zu wechseln, sondern durchgehend mit einer Stärke zu arbeiten, also ganz leicht aufzudrücken, die Kontraste dann zu erhöhen. Das Ganze macht eigentlich so eine Zeichnung spannend, bevor man sozusagen immer mit verschiedenen Bleistiften hantiert und mal leicht und kräftig zeichnet. Gewöhnt euch einen Bleistift an, so ein HB, 2B ist eigentlich ideal und arbeitet mit den verschiedenen Größen damit. So, dann sieht man, was man mit so einem dynamischen Strich eigentlich erzeugen kann, wenn man das ein bisschen vorfertigt. Hier der hintere Bereich des Fahrzeugs, und dann kann man perspektivisch auch natürlich nach hinten versetzt, also nicht exakt in der Mitte, ganz wichtig, weil logischerweise die Perspektive das anders darstellt, sozusagen das Mercedes-Zeichen noch einmal und die Leuchten vorne ein bisschen kräftiger. Also es macht dann Spaß, die Form dann auszuarbeiten, die zu modellieren. Je nach Bedarf natürlich kann man sich fokussieren auf den vorderen Bereich, auf den hinteren Bereich. Wir arbeiten diesmal so das ganze Fahrzeug aus. Und zeigen euch, wie man mit ein paar Tricks zum Beispiel die Reifen ausarbeiten kann. Also man merkt schon eigentlich so die Fahrzeugform, die Tiefe, die Felgen noch so ein bisschen angedeutet, die auch in 3D zu zeichnen sind. Das heißt, die Tiefe muss man auch einbringen. Der zentrale Punkt der Felge ist natürlich deutlich nach innen versetzt. Das gibt dem natürlich die Reifentiefe. Außenspiegel nochmal ganz leicht angesetzt. Dann kommt die Schattierung und die Form, also man sieht hier so ein bisschen das Licht, wie es auffällt. Das sind so kleine Tricks, aber die zeichnerisch natürlich so ein bisschen das Fahrzeug besser modellieren. Das heißt, man sieht jetzt, wie es insgesamt vom Licht- und Schattenverhältnissen dasteht. Also hier die Tiefe mit der kleinen Hilfslinie. All das sind Tipps, die wir euch sehr, sehr, sehr gerne bei uns in Workshops oder Kursen zeigen können. Wir haben das für Firmenfortbildung, wenn ihr beruflich Zeichnen skizzieren müsst oder auch wenn ihr natürlich auf ein Studium vorbereitet, dann könnt ihr das genauso lernen. Schaut einfach auf unsere Internetseiten akademie-uro.de oder mappenvorbereitungskurs.de. Da könnt ihr sehen,
wie so etwas funktioniert. So, hier kommt dann die seitliche Ausarbeitung, dann nochmal Licht und Schatten, der hier seitlich geworfen wird. Und mit schnellen, leichten, dynamischen Strichen bekommt das deutlich mehr Tiefe. Wir sehen das jetzt hier. Eine Felge, das kann man natürlich auch sehr, sehr gut erkennen, was das ausmacht, dass die jetzt einfach deutlich tiefer ist. Es gibt verschiedene Übungen für so etwas, um die Form des Fahrzeugs darzustellen, zu wissen, wie sich die Ellipse, wie sich die Felge dreht. Das sind Sachen, die wir euch eigentlich perfekt im Kurs erläutern können. Wie gesagt, einfach auf unseren Seiten schauen, eine E-Mail schreiben und wir beraten euch gerne dazu. Oder auch jetzt hier, wie Licht und Schatten auf Fahrzeugen, Reflexe, Spiegelung, all das sind ganz, ganz, ganz viele Tricks, die wir euch gerne zeigen. So, man sieht jetzt mit ein paar kleinen Ergänzungen, Licht und Schattierung, ein bisschen Kontrastfläche, hat man eigentlich in wenigen Minuten, 7, 8 Minuten, so ein Fahrzeug jetzt modelliert. Und wir sind eigentlich schon am Ende. Wenn euch das gefallen hat, freuen wir uns sehr, sehr über eure positive Bewertung, die netten Kommentare und schreibt uns gerne, wenn ihr euch ein Fahrzeug wünscht. Wir versuchen, die Wünsche zu erfüllen. Und ansonsten vielen, vielen, vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Bis bald, euer Akademie Ruhr-Team.